Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Die Situation für Eltern ist alarmierend. Die Zahl der betreuten Kleinkinder verharrt auf niedrigem Niveau. 33,3% der Kleinkinder unter 3 Jahren sind zeitweise in einer Kita oder Tageseinrichtung untergebracht. Die Quote stieg innerhalb eines Jahres nur um 0,8 Prozentpunkte. Dazu im Vergleich liegen die ostdeutschen Bundesländer und auch Hamburg und Saarland bei 50%. In Hessen kommt lediglich Frankfurt auf 40% Betreuungsquote. Die schlechteste Versorgung haben Kommunen in den Landkreisen Offenbach und Groß-Gerau. Hier hat lediglich jedes vierte Kind einen Betreuungsplatz. Es fehlen immer noch tausende Kita-Plätze, Herr Rock hat es vorhin angesprochen. Und einer der Gründe hierfür ist der Fachkräftemangel bei Erzieherinnen und Erziehern. Hessen muss eine hochwertige frühkindliche Bildung für alle realisieren. Hier werden das Fundament für Bildungsgerechtigkeit und spätere Bildungswege gelegt, sowie Benachteiligungen und Diskriminierungen abgebaut. In den Kitas wird Vielfalt gelebt, und davon sollte kein Kind ausgeschlossen sein. Die Ursachen für den Fachkräftemangel sind vielschichtig. Wir haben auch schon öfter darüber gesprochen in der letzten Zeit. Lange Zeit wurden keine neuen Erzieherinnen und Erzieher eingestellt. Es klafft eine Generationslücke unter den Fachkräften, und erfahrene Kolleginnen und Kollegen gehen in den Ruhestand. Ausdruck für die überhandnehmende Belastung und die schwierigen Arbeitsbedingungen ist, dass bundesweit mehr als 20% der Berufseinsteiger und Berufseinsteigerinnen binnen der ersten 5 Jahre wieder aussteigen und den Beruf der Erzieherin verlassen. Wir stimmen der FDP durchaus zu, dass die Öffnung des Fachkraftkatalogs pädagogisch nicht sinnvoll ist. Und ich glaube, dieser viel zitierte Schreinermeister, der ist auch gerne gesehen in der Kita, aber bitte nicht als Anrechnung an den Fachkraftschlüssel. Ich glaube, das ist auch eher gemeint damit. Und wir glauben auch nicht, dass die Öffnung für pädagogisch nicht qualifiziertes Personal ist einfach die falsche Lösung hier. Denn dadurch wird der Erzieherberuf entwertet und die Tätigkeit in Kitas für Fachkräfte unattraktiver gemacht. Hierzu hat die FDP einige Änderungen formuliert. Als Lösung wird hier die verlässliche Betreuungszeit gesehen. Ich habe da durchaus auch ein paar Fragezeichen, was die Realisierung angeht, muss ich sagen. Aber das können wir dann vielleicht im Ausschuss auch noch mal diskutieren. Auch die Erhöhung der Weiterbildung im frühkindlichen Bereich von 160 auf 300 Stunden, das stellt natürlich auch eine Verbesserung dar bei der Nachqualifizierung. Wir stimmen auch zu, dass was getan werden muss, um die Betreuung zu sichern, und zwar mit nachhaltigen Lösungen. Ich erinnere an unseren dringlichen Antrag, frühkindliche Bildung braucht gute Arbeits- und Rahmenbedingungen. Und unsere Vorschläge dazu, ich möchte noch mal einige noch mal aufzeigen. Einen Studiengang Lehramt Sozialpädagogik an einer oder mehreren hessischen Hochschulen einzurichten, damit weitere Kapazitäten an Fachschulen geschaffen und so mehr Auszubildende für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers gewonnen werden können. Einen Qualifizierungsmaster für frühkindliche Bildung einführen, eine schnellere Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen zu ermöglichen und die passgenaue Förderung von Nachqualifizierungsmaßnahmen bereitzustellen. Die Praxisanleitung in den Kitas weiter ausbauen und die mittelbare pädagogische Arbeit endlich anzuerkennen und gesetzlich zu verankern und mit Stundenkontingenten zu berücksichtigen. So könnte man es machen. Einen Perspektivplan auflegen, um kleinere Gruppen an den Kitas zu erreichen und die Fachkraft-Kind-Relation zu verbessern. Für jede Kita mindestens eine Hauswirtschaftskraft und eine Verwaltungskraft finanzieren, um die Erzieherinnen und Erzieher zu entlasten und für pädagogische Aufgaben freizuhalten. Den Kommunen mehr Mittel zum Inflationsausgleich und zur Gehaltsanpassung für eine bessere Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung zu stellen. Das sind unsere Vorschläge, die jedoch leider abgelehnt wurden in diesem Hause.
Ein Kita-Platz ist zentral dafür, ob und in welchem Umfang Eltern berufstätig sein können, da ein wesentlicher Anteil der Betreuungsleistung immer noch von Müttern getragen wird, wirkt sich der Mangel von Kita-Plätzen negativ auf die Geschlechtergerechtigkeit aus und benachteiligt überdurchschnittlich Frauen. Besonders betroffen davon, keinen Kita-Platz zu haben, sind hier die Alleinerziehenden. Hier stehen Existenzen auf dem Spiel. Ohne das Angebot öffentlicher Kinderbetreuung, welches ihnen eine Erwerbstätigkeit ermöglicht, verlieren Eltern, und meist sind es die Mütter, ihren Arbeitsplatz. Wenn sie nur stundenweise tätig sein können, steht ihre berufliche Weiterbildung in den Sternen. Da muss sich keiner über das Gender Pay Gap und später über das Gender-Pension Gap wundern. Weniger Erwerbszeiten bedeuten auch weniger Rente. Eine Rente, die oft nicht zum Leben reicht. Auch die Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern brauchen einen Attraktivitätsschub. Hohe Arbeitsbelastung, wenig Aufstiegsmöglichkeiten, fachlich begrenzte Rahmenbedingungen und vergleichsweise immer noch zu geringe Bezahlung machen den Beruf nun mal nicht attraktiv genug, um mehr Menschen dafür zu gewinnen. Versprochen haben Sie als Landesregierung den Menschen etwas anderes. Wir sind jetzt unmittelbar vor der Landtagswahl. 2018 sprachen Sie noch von dem Dreiklang Ausbau, Qualität und Beitragsfreiheit. Und wieder muss ich das auch zum Schluss noch einmal sagen, nichts davon ist Ihnen gelungen. Vielen Dank.